So, und die letzte. Das ist nämlich der Jadekranich. Und schon haben wir das Portal geöffnet. So, kurze Speichern. Weil ich weiß ja noch nicht, was uns erwarten wird. Was für eine Lüge. Ich weiß natürlich, was uns erwarten wird. So. Und jetzt ab durch das Portal. Mit dem Pokal. You've become a grave disappointment, Kindred. This was not meant to be your destination, but your path will end here. Das glauben auch nur sie. Über meinen Sinn und Zweck haben sie nicht zu entscheiden. You were never more than a pawn, Kindred. Puppet of those who drew the boundaries on your horizon. It was I who sensed in you the power to right the balance of this city. It will give me no joy to bring you final death. Ja, diese Schleimereien bringen jetzt auch nichts mehr. Für mich brauchen sie keine Trauergesänge an Stimmen. Für sie allerdings sehe ich das schwarz. You will have time to ponder this folly, as you are devoured by worms and disease in the hell of burrowing maggots. A thousand years shall you suffer. Ja, ja. Du mich auch, Mädchen. Tja, das wird jetzt ein Spaß. So. Nines hat uns ja ein nettes Spielzeug gegeben, nämlich das hier. Hä? Wie benutzt man die denn? Ich habe echt keine Ahnung, wie man die benutzt. Aber naja. So, wo ist es denn jetzt? Ich hätte mir eigentlich noch den Flammenwerfer kaufen sollen. Bei Mercurio, aber das habe ich jetzt verpasst. Naja. Ja, wirfst du das Ding mal bitte? Wieso kann ich das nicht werfen? Ja, ja. Ih, und wie sie aussieht, ne? Wie so ein Cthulhu-Monster. Kennt ihr Cthulhu? Den Mythos um Dagon. Blutkessel hilft. Ja, dann werden wir sie halt mit Blutkessel vernichten. Ich werde dich vernichten. Kann ja nur Jahre dauern, bis wir mal ordentlich fertig sind. Ich meine, ich glaube, sie reagiert nicht gut auf das Schwert. Blutschild, Blutläuterung. Oh, da sind kleine Viecher von mir. Natürlich ist das die falsche Ming Zhao, nämlich dort ist sie. So, der Kampf ist ganz schön anstrengend. Das bedeutet, wir nehmen noch mal eine Aristokraten oder sagen wir mal zwei. Beim ersten Durchgang habe ich das ein bisschen eleganter gelöst. Weil sie da die Granate benutzen konnte. Was jetzt hier irgendwie nicht geht. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Nicht wahr? So, ganz schnell ins Inventar und auftanken, bevor es hier weitergeht. Ja, Ming Zhao ist am Ende. Sie ist erledigt. Und ja. Ekliges Vieh, ne? Erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Facehugger, ne? Von Alien. Ne, seht ihr das? Sieht aus wie so ein Facehugger, ne? Natürlich in ultra groß.
aber richtig widerlich, ne? Oh, Cthulhu und Facehugger. So, der Schlüssel ist unser. Where to? Ja, und wir sitzen automatisch wieder im Taxi. Kann ich jetzt eigentlich speichern? Nee, ich kann nicht speichern, okay. Ich brauche Waffen, genau. Bringen Sie mich zu Mercurio. Where it is you turned your back on the Camarilla? I don't understand. I served these people for 30 years, they've always treated me well. I think you're making a big mistake. But I'm not gonna stop you. I got no death wish. Naja. Sie haben versucht, mich umzubringen. Nichts gegen dich persönlich. Jetzt brauche ich Waffen. Wenn du einen Funkenverstand in der Birne hast, wechselst du auch die Seiten. Lass mich jetzt ein paar Waffen kaufen. Tja, Mercurio. Flammenwerfer, genau. Was? Inventar? Natürlich ist wie immer mein Inventar voll, so... Na, das legen wir jetzt ab und diese blöde Waffe verkaufen wir jetzt einfach mal. Bringt mir eh nichts, so... Die kommt auch weg, so. Flammenwerfer kaufen und... Ja, den Tank. Munition... Für Scharfschützengewehr, genauso. Einige panzerte Rüstungswert ist 4 Geschick erhält, aber minus 2. Nee. Where to? So, und dann jetzt nochmal Blut kaufen. Need a fix? Yep. Was für eine Frage. Warum wäre ich denn sonst hier? Ne? Naja. Was? Ich könnte den verkaufen. Wert 0. Ein wunderbares Beispiel uralter Arbeit und ein signifikanter archäologischer Fund. Aber wie bei allen Schlüsseln enthält sich... Was enthüllt sich seine wahre Bedeutung in denen, wozu er Zugang verschafft? Where to? Zeit, das hier zu beenden. We are here. Hey, wer sind Sie? Woher wissen Sie das alles? I drive. To their destination. That is who I am. Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. Cain? Sie glauben diesen Mist doch wohl nicht etwa. Ich dachte, Sie wären ein vernünftiger Mann. Ich mag das Schicksal, welches ich selbst in die Hand nehme. Wir sehen uns, Taxifahrer. Ja. Ich weiß, man könnte, glaube ich, als Markavianer ihm noch mehr entlocken. Und er erzählt ja auch irgendwie was und dann wird irgendwie klar, dass er Cain ist. It's nothing personal, you understand, but Mr. DeCroix, he tells me I can't let you in here anymore and I'm supposed to escort you out. I hope you understand. Natürlich, geh und ich kümmere mich später um dich. Bitte, weil ich es bin. Bitte. Okay. Was? Pummelchen? Ach nee, Krümelchen, hat sie gesagt. Krümelchen, was tust du? Jetzt muss ich dich wirklich töten. Ach Gott. Hier. Schlafenröntchen. Jetzt geht nämlich der wirkliche Spaß los. Oh, 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 oh. Ja. Funktioniert der überhaupt? Ja, jetzt müssen wir hier uns... Wieso benutzt er eigentlich ganz normale Menschen, um ihn zu verteidigen? Das ist doch echt lächerlich. Hallo? War da nicht gerade einer? Hä? Ach, da hinten. Oh, ich gehe jetzt mal ganz schnell hier rein, weil ich habe irgendwie keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf diese ganze Kämpferei. Das ist auch anstrengend für meine Hand. Weil ich krieg sonst noch Handgelenksbeschwerden, ne? So Karpaltunnel-Syndrom. Kann man sehr, sehr leicht kriegen. Oh,
Wir kommen nicht weiter. Super. Kommen wir hier noch? Das funktioniert nicht. Wir kommen nicht weiter nach oben. Fuck. Fehlschlag. Ja, nichts. Kein Problem für uns. Und weiter geht's. So, mal kurz was schauen. Ist da jemand dahinter? Natürlich. Komm her, du. Ey, geh doch nicht um die Ecke. Aber die leuchten nicht weiß, ne? Normalerweise leuchten die doch weiß, normale Menschen. Was leuchtet denn da unten? Seht ihr das? Ist das Licht gerade ausgegangen? Oder war das schon vorher aus? Din, 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 din. Thief, Motherfucker! So was sagt man nicht. Und seht ihr das da unten? Irgendwie ist die Straße schwarz. So, wo geht's denn jetzt eigentlich hier lang? Hey, who's there? Hier ist niemand. Nobody. Nobody is here. I'm just a little mouse. Oder Mais. I'm just a little mice. And a little girl. No. I don't want to do this. Ach ja. Peng, 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 ding. So, eine Mikrowelle und ein Kaffee. Möchte jemand einen Kaffee oder irgendwie so ein Mikrowellenbaguette oder so? Ich könnte jetzt was essen, ne? Also jetzt ohne Scheiß. Hä? Ach nee, das sind ja nur die Bürokomplexe. Ich vermute, das sind hier oben lang. Someone there? No. Wo geht es hier entlang? Ja, Tür gehst du bitte mal auf. Oh, aha, aha, aha. Ich meine, er hat uns gesehen, aber er geht uns nicht hinterher, ne? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, aber naja. Oh, anscheinend geht es da oben hoch. Geht es hoch, okay. Wie die immer stöhnen, ne? So. Muss das sein? Ich meine, das tut doch nicht gut, wenn man ausgesaugt wird. So. Ja, wieso nicht? Da lässt sich ganz einfach mal so ein SWAT-Team darunter. Ein gepanzertes SWAT-Team doch dazu. Los, explodiere! Ah, lecker, Schmecker. Ja, der Patch ist ganz schön blutig, ne? Muss ich ja ganz schön sagen, ne? Ich meine, in der ursprünglichen Version ist, glaube ich, nicht so viel Blut. Ja. Los. Bam. Marmelade überall. Okay. Es geht, glaube ich, hier oben weiter. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine schon. Und irgendwo habe ich gerade was gehört. Oder haben wir gerade die Munition aufgesammelt? Ja, diese Grafik ist natürlich sehr, sehr toll. Also diese... Ah! Es dauert jetzt immer wieder 10 Jahre, ehe ich hier hochkomme. So. Hoch. Hoch.
Haps? 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 Wir müssen da oben hin. Oh, sie rutscht irgendwie noch so ein Stückchen weiter, ne? Da muss man echt aufpassen. Ja. Das war natürlich klar. So. Ja, wir können leider nicht von ihm trinken, weil er so eine Panzerung hat. Fliegt da erstmal runter. So, jetzt bist du dran. Ja, ich sollte mal was trinken. Deswegen funktioniert das auch nicht. Obwohl, nee, das können wir doch benutzen. So. Bams. So, hier geht's nur wieder runter. Okay, speichern. So. Ja. Ich vermute... Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Ja. Ich meine, es könnte jetzt wirklich eine Vermutung sein, dass wir hier weiterkommen. Warte mal, wie ging das nochmal? Ich glaube, man muss die irgendwie so drücken und dann klettert sie so hoch. Genau. Ich bin nämlich in der ursprünglichen Aufnahme, also das, was wir jetzt... Also, ne, was ich ja schon aufgenommen hatte, aber was jetzt nicht mehr... Was ich euch nicht mehr zeigen kann, weil ja meine Audioaufnahmen weg sind, kam ich da nicht hoch. Weil ich irgendwie vergessen hatte, dass man da noch extra einen Knopf drücken muss, um da hochzuklettern. Aber, naja. So, weiter geht's. Ist hier jemand? Oh ja, da sind welche. Ich meine, es ist ja nur leicht durchsichtig. Ich meine, es kann uns wirklich niemand sehen, wenn da einer jemand hergeht. Ne? Wir sind unsichtbar. da ist doch keiner, ne? Also ich sehe da keinen. Seht ihr da jemanden herlaufen? Also ich sehe da keinen herlaufen. So, weiter geht's. Hey, who's there? Someone there? Nein, hier ist niemand. Gib mir dein Blut. Das hat jetzt echt nicht gewirkt. Verpiss dich doch dann einfach. Mach wenigstens die Tür hinter dir zu, wenn er dich schon verpisst. Kann man da nach oben? But I am not so easily betrayed. Did you ever think about what it takes to live as long as I have? To come this far? Consider that lack of judgment in your last few seconds. Ach so, ich hätte aus Versehen die Untertitel weggeklickt. Warten Sie, darüber könnten wir doch reden. Ich kriege Sie, Lacroix. Hören Sie mich, ich kriege Sie. Ich werde Sie kriegen und aufschlitzen. Denken Sie lieber darüber nach, denn heute Nacht werden Sie sterben. Tick, tick, tick. A bientôt, Kindred. What? Hey, stop right there. Oh, fuck it. Nein, lass mich da weg! Lass mich da weg, du Alte! Wieso? Toll! Ich glaube, ich muss hier schnell weg. Weil sonst werde ich hier gegrillt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Yep. Ich wäre gegrillt worden, aber bin's jetzt nicht. Weil ich ja weggerannt bin. Toll, Blutdruck funktioniert jetzt auch nicht. Ja, aber weiter geht's.
kurz zwischenspeichern. So, jetzt geht's wieder nach unten. Echt, jetzt geht's echt wieder nach unten. So. Hä? War ich hier nicht schon mal? Ich dachte, ich wäre hier schon mal gewesen, aber es sieht anscheinend alles gleich aus. Du hast mich echt nicht bemerkt. So, und jetzt der nächste. Ich bin doch hier direkt hinter der Tür. Mach doch die Tür auf, dann siehst du mich doch. Nein. Versteck dich nur. Wo? Ach, jetzt bin ich doch wieder hier. Was soll ich denn hier? Also jetzt echt mal, bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen oder was? Aber hier sind doch wieder neue Leute, oder? Oder nicht? Oh, genießt mal den Ausblick. Hier ist Nebel und da vorne ist die Stadt. Oh, und es sind ja nur 3 oder 4 die gleichen Türme. Und wir können hier die Leiter hoch. Hui! Hui, ich bin auf der Leiter und du siehst mich nicht. Ich weiß zwar nicht, was die hier für einen Sinn hat, aber muss man nicht verstehen. So, ich denke mal, die Fahrstühle können wir nicht benutzen, ne? Die sehen ja überhaupt nicht verbeult aus. Die sehen nagelneu aus und frisch. Ja, so sollten Fahrstühle aussehen. Okay. Noch eine Leiter. Eine Leiter. So, hier war ich doch schon mal. Ja, da bin ich nur wieder nach unten gegangen. Aber... Nee, das kann nicht sein. Das müsste eigentlich hier einen Weg nach oben gehen. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Ich weiß echt nicht mehr wo, ne? Das ist echt schwierig hier. Konnte man da hoch irgendwo? Irgendwie den Balken hochklettern oder so? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich meine, man konnte hier hochklettern, aber... Oh, springst du mal raus, Mädchen. Hier kann man hochklettern, ne? Aber man kommt halt nicht nach oben. Tja. Ich meine, man konnte da hochklettern, aber... Kann man da nicht hochklettern an diesen... Anscheinend nicht, ey. Ich krieg die Krise. Aber vielleicht... Muss man irgendwie so einen Aufzug oder so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das gibt's doch echt nicht. Vielleicht habe ich vergessen, so einen Aufzug zu holen. Ja, ich bin total professionell, ne? Daran merkt man, wie sehr ich dieses Spiel kenne. Ich glaube, genau. Wir müssen jetzt einfach nur nach oben fahren und dann war es das.
Wir fahren nach oben, ins oberste Stockwerk, bitte, und werden schon erwartet von 4 Leuten. Aber die sind ganz schön heftig, ne, die Leute hier. Weiter geht's. Schnetzel die Schnetzel. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Komm her, ich will dieses Spiel endlich beenden und ich lasse mich auf keinen Fall aufhalten. So, weiter geht's. Nach oben. Niemand da? Niemand zu Hause? Das finde ich aber sehr, sehr schade. Hier sieht es ziemlich steril aus, ne? Also, ziemlich glatt und kalt und würde mir nicht gefallen. Mm-mm. Auch wenn es sehr pompös wirkt, aber... Nee, das würde mir nicht gefallen. Alles so weiß und steril und glatt und nee. Genau, ich hätte nicht aufstehen sollen, aber naja. Hä? Oh, da draußen. Lässt du mich jetzt hier durch? Ich lass mich doch nicht einfach von dir erschießen, du dummer kleiner Vampir. Du bist doch einfach nur Sklave von Lacroix. Siehst auch so aus wie er. Bist du sein Zwilling oder sein Kind? Sein Klon? Da ist ja ein PC an. Krass. Licht. Okay, was macht denn das? Mach's Licht an. Deaktivieren. Ich kann das Licht deaktivieren. Krass. Licht aus. Das Licht ist aus. Und ihr könnt mich jetzt nicht mehr sehen. Ich meine, hallo, es sind Vampire, ja? Die können mich eigentlich immer sehen. Aber... naja. So, du kommst jetzt einfach mal... Oh, das wirkt bei ihr gar nicht so. Oh, ja, dann greif mich doch nicht an, wenn es dir so weh tut. Ich hätte mich gar nicht anstrengen brauchen. Weil die sowieso danach Selbstmord begehen. Sehe ich jemand? Also die Aussicht ist wirklich atemberaubend, das muss man schon sagen. Ne? Also, mir fällt ja sowas immer direkt auf. Stop right there. Mit denen sagen wir jetzt einfach mal aus und wow. Der hat ziemlich viel Blut. Bist du ein Vampir? Oder einfach nur ein Mensch. Das hat gut getan. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Es ist so dunkel wie im Po einer Ratte. Da war ich schon. Hey, I know you're out here.
You're not allowed here.